Wenn die Eintracht heute Abend in Hamburg gegen den HSV spielt, dann gucken da nicht nur Eintracht-Fans aus Hessen zu, sondern auch Eintracht-Fans aus dem ganz schön fernen Dubai. Und das sind genau 20 Exilhessen, die sich die Bembel-Beduinen nennen und die sich als Fanclub zusammengefunden haben, als die Eintracht im Wintertrainingslager in Dubai war. Das ist also noch ein ganz neuer Fanclub und gegründet hat ihn Andreas Gulia, der seit 2 Jahren in Dubai lebt und arbeitet. Herr Gulia, schönen guten Morgen. Guten Morgen nach Deutschland, nach Hessen. Wie sind Sie denn auf die Idee mit dem Fanclub gekommen? Ach, wir sind ja hier alle in der Wüste in Arabien. Die Spiele der Bundesliga, die werden über Dubai Sport Live übertragen. Die Eintracht ist Gott sei Dank aufgestiegen. Da haben wir mal die Spiele von der Eintracht angeguckt gehabt. Und da haben wir gesagt gehabt, in der Gemeinschaft macht sowas immer mehr Spaß. Und deswegen kam ich dann auf die Idee, diesen Fanclub zu gründen. Wie haben Sie denn die ganzen anderen Eintracht-Fans in Dubai aufgetan? Oder gab es die alle schon da? Das war eine mühsame Arbeit, weil Sie kennen ja die Leute und wenn Sie sich natürlich über Fußball nicht unterhalten oder wenn Sie sich nicht darüber unterhalten, sag mal, wo kommst du denn her aus Deutschland, dann weißt du das nicht. Und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das ist jetzt das Ergebnis von, naja, ich sag jetzt mal, 1,5 Jahren Arbeit, wo man die Leute angesprochen hat und gesagt hat, sag mal, du bist doch auch ein Eintracht-Fan, hast du denn nicht Lust und so? Und die meisten hatten und jetzt haben wir die stolze Mitgliederzahl von 20 Eintracht-Fans. Und Sie treffen sich auch jede Woche? Wir treffen uns jede Woche, wir treffen uns zu den Spielen, dann haben wir große Feten einmal im Monat. Am 1. März haben wir jetzt unsere große Hessen-Party, da haben wir grüne Soße, Apfelwein, Leiterchen, Schaufelchen, den ganzen Handkäse nicht zu vergessen. Natürlich. Die ganzen hessischen Spezialitäten organisiert und wir arbeiten sogar dran, dass wir diese hessische Spezialitäten sozusagen ins Halal übersetzen können, damit dann auch hier die hiesigen Leute diese hessischen Spezialitäten kennenlernen können. Ja, und wie kommt so Handkäse und Appleboy an bei denen? Diesmal ist das ziemlich einfach. Wir haben hier in Dubai sehr, sehr viele Messen und dann kommen auch sehr viele Leute aus Frankfurt und aus Hessen und da wurde denen aufgetragen, Junge, der Flieger darf hier ohne grüne Soße, ohne Äppler und ohne die anderen Köstlichkeiten nicht landen. Und dann haben wir gesagt, na, wenn das so ist, dann bringen wir das euch mit. Ah ja, und das wird auch gemocht, ja? Also man isst auch gerne in Dubai hessische Spezialitäten. Oh ja. Sehr schön. Oh ja. Hessen ist überall. Wenn die Eintracht heute gegen den HSV spielt, dann drücken auch die Bembel-Beduinen im fernen Dubai die Daumen. Der Fanclub aus lauter Exilhessen wird natürlich auch heute gemeinsam das Spiel anschauen und der Eintracht. Alle 20, alle Daumen, die wir auftreiben können. Alle Daumen werden gedrückt, so muss das sein. Andreas Gulia von den Bembel-Beduinen. Ganz viele Grüße nach Dubai. Vielen Dank. Vielen Dank.